LED-Lichter im Fahrradreifen, die den Weg ausleuchten. Ein Fahrradhelm, der beim Abbiegen blinkt. Oder eine digitale Wegfahrsperre gegen Diebstahl. Sogenannte Smartbikes bieten zahlreiche Innovationen. Sie werden per eingebautem Display oder mit einer App bedient. Frank Algermissen braucht für sein Fahrradschloss keinen Schlüssel. Ein Klick aufs Handy reicht. Der Online-Marketing-Berater fährt seit fast einem Jahr Smartbike. Ja, es hat so einen kleinen Fun-Faktor, sag ich mal, wenn du natürlich Brötchen holen fährst oder eine Eisdiele, wo andere sich noch an, ich hätte beinahe gesagt, die Finger abbrechen, du dann mal ganz lässig das Smartphone aus der Hosentasche zückst, draufklickst und dein Fahrrad auf und zu machst oder das Licht angeht oder solche Sperenzchen. Setzt die Kombination aus Fahrrad und Smartphone neue Maßstäbe? Oder bleiben die Radler lieber doch ihrem analogen Drahtesel treu? Fahrradjournalist David Kosmann beobachtet, dass sich in Sachen Smartbikes einiges bewegt. Es ist ja gerade eine wahre Goldgräberstimmung, wenn man sieht, was an Crowdfunding-Kampagnen, an Startups und Gadgets entwickelt wird. Da ist eine Menge möglich gerade und wir werden sehen, was sich davon etabliert. Ich glaube auch, dass es sehr mit dem Erwachsenwerden der Gesellschaft zu tun hat, wie die Menschen solche Datenerfassungsgeräte im Groben, ist immer gesagt, nutzen wollen. Die Nachfrage nach Gadgets und Apps ist hoch. So kann man sich mit Bike Citizens smart durch die Stadt bewegen. Denn die App bevorzugt Radwege und Nebenstraßen. Gleichzeitig werden für Stadtplaner wichtige Daten zur Verbesserung der Infrastruktur erfasst. Damit können sogenannte Heatmaps erstellt werden. Diese zeigen deutlich, wo besonders viele Radfahrer unterwegs sind. Einerseits ist es eine Frage des Datenschutzes. Also die Firmen, die die Daten sammeln, müssen natürlich sehen, dass sie gesichert werden. Und man hört ja hier und dort, dass Datenbanken gehackt werden und Daten online gestellt werden. Die Daten, die da gesammelt werden, das Bewegungsprofil, können natürlich auch von Fahrraddieben benutzt werden. Und das würde sich lohnen, denn Smartbikes kosten bis zu 10.000 Euro. Im Falle eines Diebstahls können die vernetzten Räder lokalisiert werden, dank eingebauter Tracking-Technologie wie beim Fahrradhersteller OneMove. Das ist einmal die Seite, auf der wir eben die Fahrräder wiederfinden können. Das ist mit dem GMS-Tracking verbunden des Bikes und es wird dann direkt hier auf diesem Bildschirm sichtbar gemacht. Und da können wir jetzt einfach mal schauen, zu welchen Zeitpunkten es wo war. In der Praxis kann die Suchaktion mitunter abenteuerlich ausfallen. So verfolgten OneMove-Mitarbeiter die Spur eines gestohlenen Smartbikes von Paris bis nach Marokko. Ausgerüstet mit einem Tracker fuhren sie im Taxi zickzack durch Casablanca. Zwar lokalisierten sie das Fahrrad in einer Garage, die Ausfuhr scheiterte jedoch an den marokkanischen Behörden. Trotz dieses Rückschlags, die Datenerfassung kann durchaus Vorteile bringen. Dafür nehmen Smartbike-Nutzer das Risiko der Überwachung gern in Kauf. Also meinerseits habe ich da keine Bedenken. Es ist, wer meine Daten haben will, bitteschön, der soll sie haben. Wer mich ausspähen will, wer mein Fahrrad knacken will, der wird irgendwie immer einen Weg finden. So gesehen sehe ich mal eher die Vorteile und die, ich sag mal, vielen Spielereien, die dann noch mit möglich sind. Die Zukunft hält für Fahrradfreunde noch einige smarte Innovationen bereit. Doch ob das Rad dadurch neu erfunden wird, bleibt abzuwarten.